Ja, Momo Leute, euer Serui und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe ein bisschen Holz gesammelt, damit wir das heute ein bisschen beenden können, würde ich sagen. Und ja, beenden vielleicht nicht unbedingt, aber erweitern. Wir konnten gestern leider nicht weitermachen, weil mir die Ressourcen fehlten. Und heute bringen wir es zu Ende. Wenn ich finde, was ich machen wollte. Wände bauen. Ich erinnere mich. So. Hier kommt nämlich noch eine Wand hin. Da. Da. Und das war's. Ich weiß noch nicht, ob ich... Ja. Was mache ich denn? Ich glaube, ich brauche noch mehr Böden. Ich glaube, wir gehen mehr in die... Oh. Ich glaube, wir gehen mehr in die Richtung. So. Du kommst erstmal hierher. Bearbeiten. Nee. Hä? Konnte man nicht irgendwo... Ich dachte, man konnte das Zeug wechseln. Verwerten wir den ganzen Kram. Scheiß drauf. Und dann kommt hier noch einer hin. Frage, können wir noch einen? Ah. Das wird knapp. Treppen. Oh Gott, oh Gott, die gehen ja gar nicht zusammen. Dann lassen wir es so. Man geht jetzt hier hoch. Hat deine Anfangsfläche. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir ziehen erstmal ein paar Wände weiter. Wir werden schauen, also. Wir werden das irgendwie schon hinkriegen. Also manchmal wie fester. So, dann noch so ein schön großes Türchen. Oder nee, ich glaube, das wäre schöner, ne? Moment. Lagern ersetzen. Da haben wir es doch. Das wollte ich machen. So. Dann weitere Wände hier drumherum. Ach. So. Sieht doch schon ein bisschen einladender aus. Dann würde ich sagen, ja, wie machen wir das? Vielleicht hier noch zusätzlich einen Boden? Mit einer Treppe? Und eine Leiter, geht das? Oh, da war was, das wollte ich machen. Da war es gerade. Da. Ja. Nein, ja. Und somit würde man aufs Dach kommen. Wo quasi dann mein Zuhause wäre. Dann brauchen wir Böden. Hey. Hallo? Hey. Aber das hat doch sonst immer funktioniert. Hä?
Jetzt. Warum? Das ist jetzt Kacke. Das ist nicht gut. So wollte ich das machen. Ja, es bringt doch nichts, hier jetzt weiterzubauen. Das kann ich auch nicht entfernen jetzt, ne? Ah, ja, ich hab's hingetrickst. Oh, ich bin so gut. So. Dann bauen wir hier am besten alles dicht zu, ne? Dieses Spiel macht mich wahnsinnig, Leute. Und den lassen wir offen. Denn jetzt kommt Folgendes. Ich möchte hier einen Generator aufstellen. Ja, mein Gott, dann schwebt er halt ein bisschen in der Luft. Was soll's? Dann nochmal Wände oben drauf. Ja komm, hat doch gerade funktioniert. Spiel. Oh, er wird so. Dieses Spiel, ne? Oh. Oh. Es geht. Okay, ich hab's gebaut. So. Jetzt müssen wir die Elektronik runterbringen. Hat nicht funktioniert. Ja, Elektronik. Mir keimt ein Plan. Okay, ich weiß, wie wir das mit der Elektronik machen. Ah nein, die Fenster haben Scheiben. Das ist Kacke. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir werden daraus eine Tür machen. So. Wir gucken mal, ob das alles so funktioniert. Ich muss höchstwahrscheinlich so ein bisschen tricksen. Aber naja. So. Dann machen wir hier draus auch eine Tür. So, jetzt haben wir da zwei Türen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber vertraut mir. Das hat seinen Grund, dass wir das machen. Das könnte schlimmer sein. Nee, das wird nicht funktionieren. Testen wir erstmal das, was ich vorhabe. Und zwar erstmal ein Generator. Und zwar so hingedreht. So. Dann. Dächer? Nein, doch. Doch, Dächer. Das wird knapp. Hä?
Er wurde noch grün angezeigt, egal. Einmal in die Richtung. Einmal in die Richtung. Das funktioniert schon mal. Top. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, das geht doch so. Nice. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Und jetzt bauen wir dann eine Tür rein. Ah, ah. Es geht nicht. Es geht nicht. Ah. Wie fest, warum denkst du an alles? Kannst du dich mal an nichts denken? So wie ich. So, sind die Nachbarn jetzt fertig mit Schreien? Ich hoffe schon. Gut, dann, wie machen wir das? Oh, ich verduste. Ich könnte mit Holzwänden arbeiten. Ist zwar ein bisschen... Da hat es gerade geklingelt. Das war die Nachbarin unter uns. Ihr hört das wahrscheinlich nicht durchs Mikro. Aber irgendwo in diesem Haus schreit sich gerade ein Paar an. Die Nachbarin unter uns kommt nach oben. Würdet ihr aufhören, euch gegenseitig immer anzuschreien, das Mobiliar zu vernichten? Ich sag, was? Oh. So. Ich möchte... Holz. Ich wollte essen. Trinken. So, ja. Aber funktioniert das damit überhaupt? Wenn wir jetzt die Fenster öffnen. Das sieht so kacke aus. Kann ich dann einen Pylonen hier ans Fenster stellen? Okay, perfekt. Dann können die eigentlich hier weg. Dann nehme ich dich jetzt mit. Auf eine Welt. Nein, ich vernichte dich. Und dich. Dann müssen wir jetzt nochmal ganz kurz hier das hier lagern. Die Tür nochmal ersetzen. Ja, Fenster brauchen wir hier nicht. Hier, kalte Wände. Das ist das neue Design. So. Ah, ich arbeite hier echt mit knappen Mitteln, ey. Knapp. So. Dann können wir hier... nämlich eine Wand setzen.
aus Stein. Hallo? Warum muss das so kompliziert sein? Du kannst nicht einfach mal einfach funktionieren. Okay, ich muss nachdenken. Wie löse ich dieses Problem jetzt? Aber natürlich. Aber natürlich. Oh Leute. Oh Leute. Ich habe gerade den perfektesten Plan aller Zeiten entwickelt. Dafür müssen wir den Pylon nochmal entfernen. Dafür müssen wir hier einen Boden hinsetzen. Dann nehmen wir die Steinwände mit einer Tür, drehen den ganzen Scheiß um. Zack. Weil wir müssen ja nur die schöne Seite auf der Seite haben. Hallo? Drehen Sie sich. Hä? Was willst du von mir? Da, hier. Tschüss. Das ergibt so keinen Sinn. Wenn ich jetzt den hier entferne, den Boden hier hin tue. Hä? Jetzt geht das? Wollt ihr mich verarschen? Ach, dieses Spiel mobbt mich, Leute. Aber sowas von. Okay. Damit wäre dieses Problem gelöst. Denn wir bauen jetzt eine Tür. Zack. Wir öffnen sie. Dann das geht. Oh, wie cool. Oh, das muss ich machen. Zwar nicht jetzt, aber irgendwo werde ich jemanden verarschen müssen. So. Man merkt, ich kann noch nicht mehr wirklich richtig lachen. Aber egal. Es läuft. Es läuft. So. Einmal da angeschlossen. Da angeschlossen. Perfekt positioniert. Tür zugemacht. Generatorraum ist safe. Perfekt. Okay. Dich kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen, oder? Cooler wäre es gewesen, wenn ich die Tür andersrum eingebaut hätte, glaube ich. Wenn ich jetzt diese Türe nehme. Und dann sagen wir
Unsere typische rote Tür ist selbstverständlich. Ah, so. Ah, ich hab's verkackt. Herzlichen Glückwunsch, Zero. Sie sind der dümmste Mensch der Welt. Perfekt. So, nur noch Türe schließen. Easy. Oh, da ist ja ein Fenster. Guck, man kann reingucken. Besser als nichts. Okay. Problem mit Strom ist sozusagen gelöst. Wir müssen das Ganze natürlich noch runterführen. Frage ist, möchte ich hier überhaupt Wände haben oder mache ich hier oben wieder einen Zaun hin? Oder wir lassen das erstmal so. Wir haben jetzt erstmal den Strom. Doch, lass uns mal Wände bauen. Oder vielleicht auch nicht. Was ist, wenn wir... Muss ich hier runterspringen, ne? Oh, ist das eklig. Wie nah darf ich ran? So. Dann führen wir jetzt nämlich die Pylonen. Hier so an der Seite lang. Hier so an der Seite lang. Hier so an der Seite lang. Ich kann nichts mehr platzieren. Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Oh, okay. Gut. Warum passiert mir das immer? Kann das nicht mal irgendwie mal funktionieren hier? So. Oh, was mache ich mir das denn so stressig? Ach Gott, Leute, sag doch einen Ton. Ich kann das doch hier hinten durchführen und auch wieder eine Tür hinbauen. Ich meine, klar, hübsch ist was anderes. Aber das ist keine Modenschau, Freunde, das ist keine Modenschau hier. So, dann verbinden wir dich nämlich mit dem. Und dich mit dem. Dann machen wir hier draus wieder eine Türe. So. Und dann öffnen wir diese Türe.
Setzen hier. Unseren Händlermarkt rein, Typen. Gutes Deutsch. So. Dann nur noch verbinden und Bingo Bengo, würde ich sagen. Problemo gelöst, ho. Einfach nur alles abschließen und dann ist gut. Und dann haben wir hier meinen Markt. Sind hier die Sachen noch drinne? Ja. Nein. Das funktioniert nicht richtig. Zuweisen? Was? Spiel? Reg mich jetzt nicht auf. Jetzt dreh ich hier durch. Das Kampf besser für... Oh Gott. Den wollte ich zuerst verkaufen. Dann dachte ich mir, doppelter Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat, mit einem Schleichangriff. Ah. Ah. So. Der ist neu, den haben wir auch bekommen. Habe ich euch noch nicht gezeigt, ne? Was ich gefunden habe, ist halt der Handgefertigte hier. 30% Schaden gegen Tiere. Ist schon echt nicht schlecht. Vor allem macht er auch gut Schaden mit 48. Kann man mitnehmen. Erst Gleisgewehr gegen Spieler. Weiß ich noch nicht so richtig. Oder haben wir hier eine Shotty? Die Pump kann, die kann weg. Hier für 1295. Weil ich es kann. Und der Boxhandschuh ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Schaden wird um 10% erhöht, wenn du mutiert bist. Plus 40% schnellere Zuschlaggeschwindigkeit. Der ist eigentlich schon nicht schlecht. Den habe ich auch gefunden. Mal gucken, ob wir den irgendwie ins Bild mit einkriegen. Mal gucken. Wir lassen den erstmal drin. Lassen uns nicht irritieren. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich auf der Seite nochmal machen, weil hier kommt natürlich auch ein Verkaufsautomat hin. Ersetzen. Durch eine Tür. Dann. Wird eine Tür reingebaut. Wieso? Meint ihr, das fällt auf, dass da ein Block mehr ist als hier? Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, dann nehmen wir den. Ah, ich habe ihn bekommen. Ja. Oh, endlich. Es funktioniert mal was. Okay, alles klar, mache ich.
Dann schließen wir die Tür. Und bauen auch hier einen Händler hin. Dann gehen wir jetzt auf diese Seite, öffnen die Tür. Und verbinden das Ganze. Und dann schließen wir sie wieder. So. Gelöst. Problemo gelöst. So. Fertig. Mir alles scheißegal. Dann kann ich nämlich hier auch noch ein paar Dinge ausstellen. Sagen wir mal Munitione. Ich weiß nicht, was brauche ich denn nicht? 5 mm? Verkaufen wir mal so 2000. Für 1 Kronkorken. Ist okay. Ja, kann ich hier noch irgendwas verkaufen? Hier, Mini-Atombomben. Oh Gott, dein Spiel. Ich hasse dich dafür. Und den Rest behalte ich erstmal. Wer weiß. Haben wir noch Mods hier? Wir kommen. Ich hasse es. Wie fest da? Wieso habt ihr 2 verschiedene Knöpfe auf beiden Seiten? Machen wir einfach für optimierte Servos hier jetzt auch 1000. Wir machen alles auf 1000. Vielleicht kommt ja irgendwas bei raus. Vielleicht ist jemand dumm genug und denkt sich, oh, optimierte Servos. Das hörte sich komisch an. Wieso geht dann so seltsam Schritten hoch? Dieses Spiel ist so... Es ist so gut, aber auch so schlecht. Wie kann ein Spiel beides sein? Wie kann ein Spiel sowohl gut als auch schlecht sein? So, alles für 1000. Was kann man noch verkaufen? Hier Anforderungen für Airdrops. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Hier. Oh Gott. Ich möchte dafür 50 Kronkorken haben. Wobei der Inhalt eigentlich schon mehr als 50 wert ist, oder? Aber so spare ich mir das hingehen. Oh Gott, jetzt hör auf damit, Bethesda! Könnte dich aber andere quälen. Vielleicht möchte jemand Schießpulver haben. Hier machen wir mal 400. Für jeweils 5 Kronkorken. So, haben wir noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich habe Stims ohne Ende. Hier. Machen wir so 20 Stims. 100 Kronkorken pro Stim.
Den kennen wir ja bereits, ne? Du regenerierst außerhalb des Kampfes langsam Gesundheit. Schaden hier. Achso, das kennen wir schon, ne? Okay, ich denke, so können wir das stehen lassen. Ja, Leute, da fehlt halt nur noch irgendwo, ja, das, die Schönheit. Sieht irgendwie noch nach nichts aus. Ach, und das Blei. Oh Gott. Sollte ich so früh wie möglich machen. Wie konnte ich das vergessen? Okay, wir brauchen. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal rauszugehen wegen den Pylonen. Deswegen packen wir einen Pylon hier hin. Ein Pylon hier oben hin. Kann ich die von hier aus schon verbinden? Nice. Na ja gut, ist kacke, dass ich da jetzt nicht ankomme. Ach doch, komm ich an. Und nun produzieren wir unser eigenes Blei. Ja! Hat nur eine Scheiße lange gedauert und war nervig, aber naja. So, ich möchte gerne ein Schloss anbringen. Ein Schloss anbringen. Das Beste. Ja, genauso wie hier. Komm an die Tür nicht ran. Aber gehen wir zuerst nach oben. So. Ich habe keinen Stahl. Okay, alle. Wir kommen schon an Stahl, wir kommen schon an Stahl. So, dafür gehen wir einfach mal hier hin. Und dann gucken wir uns mal, ich habe noch einige 10 mm gefunden. Solider langer Lauf. Da gucke ich direkt mal nach, was ist denn los? Alles, was meine 10 mm verbessern könnte. Überlegene Präzision aus der Hüfte, überlegene Reichweite. Was habe ich derzeit? Ja, ich glaube, der solide lange Lauf ist besser. Oh, und wir haben wieder keinen Stahl mehr. Wer hätte es gedacht? So, 10 mm wieder verbessert. Gehen die 10, nächste 10 mm weg. Ah, schade. Wir müssen mehr 10 mm finden. Aggressortorklinge. Minigun, Raketenwerfer, Sturmgewehr. Super, mal komm schon, bitte. Bitte. Ihr könnt mich alle mal. Ah, weil er unter meinen Favoriten ist. Ah. Und die können eigentlich auch weg. Stell Energiewaffen her oder verwerte sie. Alles klar. So, jetzt gucken. Ich würde sagen, das gucken wir morgen, ne? Ja, komm. Komm, morgen ist ja wieder die richtige Folge. Das mit der 10 mm ging schon ein bisschen zu weit. Ich werde auch erst morgen wieder aufnehmen. Ich hoffe, dass meine Stimme dann wieder besser ist. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall gucken, wie das hier mit den wöchentlichen aussieht. Weil dann haben wir ja wieder neue wöchentliche. Mal gucken. Haut rein, euer Zero. Tschüss.